Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Planet Zoo Mod Vorstellungsvideo. Und heute ist es ein ganz besonderes Video, denn wir werden uns heute drei Kreaturen aus der Urzeit anschauen. Und die erste davon, die kennen wir sehr, sehr gut von Jurassic World Evolution und auch den Jurassic World Film sowie Camp Kreidezeit. Nämlich ist das ein Dinosaurier. Und zwar der Carnotaurus. Ja, ein Dinosaurier in Planet Zoo. Ziemlich cool. Hier ist auch mit Bild eingefügt. Also alles richtig, richtig gut. Leider auf Englisch, aber das macht ja nichts. Wir adoptieren hier mal ein Männchen, ein Weibchen und lassen dann mal gemeinsam als erstes das Männchen frei, würde ich sagen. Oh Gott. Sprintet direkt los. Er ist ja auch für seine Geschwindigkeit bekannt. Der Carnotaurus. Und legt sich direkt schlafen. Perfekt. Oder auch nicht. Also ich muss echt sagen, dass ich den gar nicht so schlecht umgesetzt finde. Dafür, dass er in Planet Zoo kommt. Allerdings sieht das natürlich ein bisschen weird aus, wie der läuft und sowas, ne? Man sieht halt ganz klar, dass der für den Helm Casuar ins Spiel kommt. Also ich meine, er setzt den nicht, sondern er hat das Skelett und das Model von dem und auch die Animation. Sieht man ganz gut hier, wie der läuft, wie so ein Vogel, so ein bisschen. Oh, was sind das denn für Geräusche? Ja, ich finde es echt wirklich witzig, dass wir jetzt einen Carnotaurus in Planet Zoo haben. Aber es ist halt echt schade, dass die Animationen halt so seltsam aussehen. Weil so richtig ernst nehmen kann man den nicht, ne? Wenn der wie so ein Hühnchen rumläuft. Das Schwimmen sieht ja auch bescheuert aus. Aber immerhin funktioniert das Ganze. Das muss man sagen. Und es sieht auch nach Carnotaurus aus. Ich weiß gar nicht, wie es vom Größenverhältnis her ist. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Ist vermutlich ein bisschen zu klein, wenn man hier den Menschen so sieht. Also ich glaube, der ist nur knapp größer als ein Mensch. Ja, mal kurz pausieren. Könnt ihr auch mal das Model sehen. Das Model an sich ist gar nicht schlecht eigentlich. Man sieht hier wirklich jede einzelne Schuppe. Und ist eigentlich ganz cool umgesetzt. Die Arme auch schön verkümmert. Teilweise sieht es ein bisschen komisch aus. Ich finde zum Beispiel die Füße sehen irgendwie sehr komisch aus. Und auch diese kleinen Arme sehen ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube, das war einfach nicht anders möglich. Aber man muss es natürlich dann auch an das Skelett von dem Casuar anpassen. Die Sounds wurden, glaube ich, auch nicht geändert. Also da sollte der auch dieses dumpfe Schreien noch haben von dem Casuar. Wenn wir ja vielleicht gleich noch hören. Und da haben wir das Weibchen. Oh, das sieht tatsächlich anders aus. Wait, ist das größer? Nee. Kam mir gerade nur so vor, weil der neben dem Menschen stand. Also der ist schon noch deutlich größer als ein Mensch. Also ich glaube, so schlecht ist das gar nicht vom Größenverhältnis. Aber das Weibchen sieht halt komplett anders aus. Diese Animation. Wie das aussieht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Mod so findet. Ich finde es cool, dass wir erste Dinosaurier kriegen. Aber, ja, die Umsetzung ist natürlich schwierig. Das sieht halt echt, meiner Meinung nach, sehr seltsam alles aus. So, wir gehen mal in Zoopedia. Und dort wurde sogar auch alles eingepflegt. In der Wildnis ausgestorben. Macht ja sogar Sinn. Hat in Südamerika gelebt. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Argentinien. Mhm. Gruppengröße, partnerlose Männchen ohne Jungtiere 1 bis 5. Okay, das heißt, wenn wir 6 Stück hier in das Gehege packen, dann sollte es hier hoffentlich ordentlich rund gehen. Oh, jetzt sehen wir sie mal zusammen. Das ist ganz cool. Pausieren mal kurz. Jetzt könnt ihr den Unterschied perfekt sehen. Also Männlein und Weiblein sehen komplett anders aus. Das finde ich sehr cool. Oh, kämpfen die jetzt schon gegeneinander? Oh, tatsächlich. Holy shit. Gott, wie das aussieht.
der Helm-Kasua-Fight. Ist das komisch. Oh Gott. Okay, er hat ihn besiegt. Das ist ja verrückt. Und diese Geräusche dazu. Also die Weibchen scheinen hier ganz schön aggressiv zu sein. Aber ich glaube auch die Männchen gehen jetzt gleich ab. Die machen jetzt ja auch einen Kampf gegeneinander, so wie es aussieht. Ja, der Mensch läuft einfach hier durch, gar kein Problem. Hat gar keine Angst. Also irgendwie wird die Mod gerade immer bescheuerter, wenn man sich das so anguckt. Aber es unterhält mich, es ist irgendwie witzig. Und für das nächste Tier begeben wir uns in ein komplett anderes Klima, nämlich Eiseskälte und Schnee. Und welches das ist, das zeige ich euch jetzt direkt. Nämlich ist das das Wollhaar-Mammut. Adaptieren wir auch direkt mal. Auch hier mit sehr schönen Bildern eingefügt. Auch Männlein, Weiblein, verschiedene Bilder. Da bin ich auch gespannt, ob man da wieder die Unterschiede sehen kann. Aber ich würde jetzt auch direkt sagen, dass wir die freilassen und uns dann mal gemeinsam angucken. Ich habe mir die Ingame noch gar nicht angeguckt. Nur auf den Bildern in der Mod oder bei der Mod. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das Ganze dann gleich Ingame aussieht. Und da kommt schon unsere Lieferung. Das erste Mammut. Wow, es ist groß. Okay, das ist krass. Da sprinten sie direkt los. Holy shit, also Männlein und Weiblein scheinen auf jeden Fall anders auszusehen. Aber ich muss ja mal sagen, also der erste Eindruck ist ja mal übel gut. Das sieht richtig gut aus. Ich glaube, ich mache mal gleich den Schnee aus. Die Stoßzähne sehen auch mega aus. Und auch das Fell und das Model sehen richtig gut aus. Die Animationen sind logischerweise vom Elefanten übernommen worden. Wie sich das auch alles bewegt, so der Rüssel und alles. Es funktioniert sehr, sehr gut. Obwohl ich das Gefühl habe, dass das viel größer ist noch als ein Elefant. Aber das kann ich gerade nicht so einschätzen. Das müsste man im Vergleich da mal gucken, wenn man dann Elefanten nebenstellt. Das sieht echt richtig nice aus. Das hier ist ein Männchen. Und das hier ist, glaube ich, ein Weibchen. Ist ja so ein bisschen heller. So kann ich gar nicht weiter mit der Kamera. Perfekt. Also eine wunderschöne Mod. Kann man nicht anders sagen. Da sieht wirklich alles gut aus. Das Model sieht gut aus. Die Animationen sehen gut aus. Das Fell, die Stoßzähne. Richtig cool. Also mega gut umgesetzt. Die können, glaube ich, auch Babys haben, wenn ich das richtig gesehen habe. Also das werde ich euch definitiv auch noch zeigen. Ich fliege jetzt mal hier vorne hin. Hier sind nämlich auch noch welche. Ah gut, wenn ich das jetzt so im Größenvergleich zu dem Spielzeug sehe, sind die, glaube ich, schon auf Elefantengröße. Das ist dann so der einzige Punkt, der mich ein bisschen stört. Wäre natürlich cooler, wenn die noch größer wären. Aber ich glaube, das ist immer schwer umzusetzen. Oder sind die? Doch, das ist schon Elefantengröße, ne? Deswegen sehen auch die Animationen so gut aus. Ich finde es mega cool. Also richtig gute Mod. Und das ist vor allem auch noch nicht mal alles. Ich zeige euch gleich noch mehr. Der Schnee taut. Wenn ihr hier in der Suche bei den Baugegenständen Mammoth eingibt, dann habt ihr auch noch zusätzlich durch diese Mod 15 passende Deko-Elemente zum Thema Mammut. Da haben wir einmal so Felsen mit ein paar Höhlenmalereien. Mit Mammuts. Und hier oben auch nochmal Mammuts. Wollnashörnern. Und hier so Handabdrücke. Ziemlich cool. Sieht bestimmt cool aus, wenn die dann eingeschneit sind, diese Felsen. Dann haben wir hier noch so Podeste für Figuren und so Statuen, die hier gleich auch noch kommen. Und dann haben wir einmal noch solche Pillar oder Absperrungen dafür. Auch sehr cool. Da kann man dann so ein bisschen Abstand machen zu diesen Statuen. Und dann kommen wir natürlich zu den Figuren und Skulpturen und Skeletten. Da haben wir einmal das Mammut an sich. Richtig nice.
Also das passt hier auch wirklich wundervoll drauf. Hier gibt es dann auch nochmal eine Variante in Grau aus Stein. Nochmal eine andere Variante aus Stein. Und dann gibt es das Ganze natürlich auch noch als Skelett, was mega cool ist. Also die Auflösung und die Models und sowas von dieser ganzen Mod sind wirklich so gut umgesetzt. Es könnte halt direkt vom Spiel sein, so gut ist die Qualität. Nehmen wir nochmal einen Schädel und nochmal Stoßzähne. Oh, hier sogar angemalt. Keine Ahnung, was diese Malerei da sein soll. Eine Sache war da aber noch. Moment. Nehme ich hier so eine Wandskulptur in diesem Design. Dieses Design haben wir ja sowieso schon öfter im Spiel. Also das gibt es ja auch noch. Oh, da ist unser Baby. Konnte leider nicht schnell genug reagieren, aber auf Aufnahme habe ich es trotzdem. Oh, ist das süß. Oh mein Gott. Ganz ohne Stoßzähne. Oh, wie niedlich. Es geht direkt planschen. Also ich bin wirklich mega beeindruckt von dieser Mod. Die ist einfach perfekt umgesetzt. NDP Designs ist übrigens der Mod-Ersteller. Vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Mod. Da hast du wirklich super Arbeit geleistet. Hier ist echt alles perfekt. Das Einzige, was man vielleicht noch anmängeln oder bemängeln kann, ist, dass die noch einen Ticken größer hätten sein können. Die Mammuts. Aber vielleicht kann man das ja sogar noch verändern. Aber ansonsten ist die wirklich einfach nur nice. Was macht der denn hier, der Kleine? Ich will den mal am Land sehen. Ey! Versteckt sich voll. Wo rennt er jetzt hin? Oh, guck mal, wie süß der ist. Oh, das ist eine Sie. Das kann auch sein. Das ist eine Sie. Okay. Die Kleine. Wie süß die läuft. Oh, es ist einfach nur toll. Einfach nur toll. Aber hier stimmt echt alles. Und dann gibt es zusätzlich auch noch diese tollen Deko-Sachen dazu. Ach, wunderschön. Eine echt tolle Mod. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Aber wir gehen jetzt zur nächsten Mod. Und die dritte Mod für heute ist der Dimetrodon. Auch dieser wurde in das Spiel hinzugefügt. Auch als eigene Spezies, so wie alle anderen Mods, die ich euch heute gezeigt habe. Und wir adoptieren hier einfach mal ein paar, würde ich sagen. Und lassen die direkt frei. Ja, 5 Stück ist eine gute Zahl, denke ich. Da bin ich sehr gespannt. Übrigens hier auch wieder schöne Bilder. Männlein, Weiblein. Sieht ja cool aus. Das Laufen sieht auch sehr cool aus. So auf den ersten Blick. Cooles Model. Die Animationen sehen auch super gut aus. Wow. Er bewegt auch den Schweif richtig passend zum Laufen. Das wird wahrscheinlich so das Skelett vom Komodo-Varan oder sowas sein. Läuft er denn jetzt hier hin? Der ist auch echt schnell unterwegs, muss man sagen. Auch sehr hochauflösend. Sieht sogar alle Zähne. Oh, ich bin beeindruckt. Nicht schlecht. Ist übrigens von dem gleichen Mod-Ersteller wie der Carnotaurus von TNT Games 999. Aber ich glaube, farblich sehen die alle gleich aus. Also ich sehe hier keine Farbunterschiede. Ist natürlich immer cool, wenn es so Farbvariationen gibt, wie bei den Mammuts. Aber ich muss sagen, das Model sieht cool aus und auch die Laufenanimation. Bin mal gespannt, ob die noch Babys kriegen können. Wie das aussieht. Ich finde es aber cool, wie die laufen, also wirklich. Ich fordere mal hier eben Essen an. Vielleicht können wir das dann auch nochmal sehen. Manchmal kommen die Tierpfleger, manchmal nicht. Wir können aber noch mal eben schnell in den Zoopedia-Eintrag gehen. Da ist nämlich auch alles wundervoll eingepflegt. Nordamerika. Partnerlose Männchen, 2 bis 4. 2 bis 10 insgesamt Gruppengröße, okay.
Vielleicht können wir uns die ja auch beim Kämpfen nochmal angucken. Das wäre auch super interessant. Vielleicht lasse ich mal noch eben ein paar frei. Wobei kommt jetzt hier Butter? Nö. Tierpfleger sind wieder unzuverlässig. Gut, dann lasse ich mal noch ein paar Dimetrodons frei und dann gucken wir uns die dann halt im Kampf mal an. Ich habe jetzt hier das Gehege ordentlich überfüllt und hier sind auch regelmäßig Tiere verletzt. Allerdings habe ich jetzt hier noch keine Animation gesehen, dass sie wirklich gegeneinander kämpfen. Ich weiß nicht, ob es da keine Animation gibt. Oder vielleicht liegt es auch daran, oh, jetzt können wir mal eben beim Fressen zuschauen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein zu kleines Gehege habe, das kann auch sein. Aber das wäre natürlich sehr schade, wenn es da keine Kampfanimation gibt. Fressen sieht nicht schlecht aus. Ich meine, er geht nicht ganz ran ans Futter, aber das macht ja nichts. Animation ist auf jeden Fall vorhanden. Das ist wirklich sehr, sehr überfüllt. Der Tierarzt holt hier wirklich regelmäßig verletzte Tiere ab. Und ja, oh, das Soziale geht sogar gerade wieder hoch. Also die müssten eigentlich gegeneinander kämpfen, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwas scheine ich falsch zu machen oder sowas. Ich könnte es ja nochmal versuchen hier drüben in dem Gehege, dass ich da mal ganz viele reinpacke. So Leute, let's go. Ganz viele Dimetrodons. Also kämpfen habe ich die noch nicht gesehen, aber es waren schon viele verletzt. Also ich glaube, eine Kampfanimation gibt es da nicht. Aber ich habe vorhin gesehen, dass sie sich paaren können. Das heißt, wir werden dann wenigstens gleich noch ein Baby-Dimetrodon zu Gesicht bekommen. Oh, jetzt kämpfen sie! Okay, das gibt wohl doch eine Animation. Aber die sieht sehr komisch aus. Oh Mann. Die ist ja sogar noch cooler als die Kampfanimation von den Kanus. Aber dann habt ihr das auch mal gesehen. Oh, ich dachte gerade, der ist tot. Aber der scheint noch zu leben. Okay, dann haben wir immerhin das jetzt auch zu Gesicht bekommen. Ihr seht schon, hier ist mega die Überbevölkerung. Aber das wird jetzt so bleiben. Wir warten jetzt mal, bis noch ein Baby kommt. Und dann schauen wir uns das mal an. Wir haben Babys bekommen. Da vorne ist es. Oh mein Gott, ist das klein. Ey, nicht du. Ich will das Baby. Oh, wie süß. Das ist ja niedlich. Sehr winzig. Aber sieht cool aus, wie das Segel hier ist. Noch nicht so schön abgerundet wie bei den Erwachsenen. Aber wie klein das ist. Guck mal. Man sieht es kaum. Oh, wie niedlich. Hier ist auch noch ein zweites Baby. Oh, wie schön. Ah, auch eine sehr coole Mod. Also die ist echt cool umgesetzt. Die gefällt mir. Bis auf die Kampfanimation, die ist sehr, sehr komisch. Aber das Model gefällt mir gut und auch die Babys gefallen mir gut. Ein paar Farbvariationen wären natürlich auch noch schön. Aber ansonsten auch eine sehr, sehr gelungene Mod, muss man sagen. Ich finde allgemein, dass wir uns heute drei super spannende Mods angeschaut haben. Und die sind natürlich auch alle wieder unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt, falls ihr die mal selber ausprobieren wollt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.